Heul mir doch nicht so ins Ohr, meine Fresse. Ein Heiler. Eine Feuerwache. So, jetzt kann ich die Straße nämlich hier lang ziehen. Das ist okay. Und dann ist es mir auch egal, ob die von links oder von rechts kommen. Beziehungsweise von oben. Hauptsache, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Mehr Leute hier, mehr Leute da. Erstmal einziehen, denn wir haben jetzt 380 Leute zu wenig. Das muss mehr werden. Ich fühle mich wie am Anfang, da hatten wir auch so wenig Leute. Aber diesmal haben wir wenigstens 1568 weitere Stadtbewohner, die für uns wenigstens einige Arbeiten erledigen können. Das ist schon mal sehr schön. So, wir sind wieder im Plus, Gott sei Dank. Zumindest was die Arbeitskräfte hier unten angeht. Ihr werdet demnächst Essen bekommen, alles gut. Und während die hier das... Oh ja, mir fehlen die Bäckereien. Danke. Während die hier jetzt im Prinzip alles aufbauen und fertig machen, können wir uns endlich mal um Residenzen kümmern. Wofür wir auch noch einiges anbauen müssen. Wir brauchen ja immerhin Schafe. Also brauchen wir wieder eine weitere Tierfarm. Die kommt hier oben mit hin. Ich hoffe, das klappt soweit, wie ich mir das vorstelle. Obwohl es nie klappt, wie ich mir das vorstelle. So, das sitzt. Das auch. Das hier reiße ich mal weg und dann kann ich noch... Nö, das reicht schon. Dann haben wir eine Schaffarm. Eine Schaffarm bringt uns... Schafe, Schafe, Schafe.27 Schafe. Das reicht nicht für alle Häuser. Das heißt, ich brauche definitiv noch eine weitere. Oder wir holen noch ein bisschen was an Fleisch von unten nach oben, aber das muss nicht unbedingt sein. Ich bin froh, wenn wir das hier komplett verkaufen im Jahr. Ich finde es sowieso erstaunlich, dass wir so viel Fleisch noch übrig haben. Irgendwie kommt das doch nicht hin mit den ganzen Aufzählungen oder was. Wenn wir 50 Fleisch verkaufen und gerade mal... Na doch, wir produzieren ein bisschen mehr als 50, aber das ist lapidar. Egal. Ich sollte mich freuen. Frohlocken. nee, das passt nicht ganz. Obwohl, dann könnte ich das Lager weiter oben hinbauen. Das geht auch. Dann machen wir das so. Ja, passt. So, jetzt die Straßen. Das Lager bamsel ich genau dazwischen. Und dann kommen rundherum die Metzgereien. Das sind jetzt 3. Wir produzieren insgesamt 54 Schafe. Das ist eine Pflanzenfarm. Ach du Scheiße. Nee, das wollte ich nicht. Tierfarm wollte ich. Okay, warte mal.
Dich kann ich rausnehmen. Dann sind wir trotzdem bei 54. Alles ist gut. Da brauchen wir eben mehr Karrenschieber. Du nimmst nur Schafe entgegen. Und dann muss ich euch jetzt erstmal weiterentwickeln. Sonst kriegen wir wieder Probleme mit den Arbeitskräften. Aber wenigstens haben wir dann schon mal Essen für die Residenzen. Dann brauchen wir im Anschluss noch, na, mal abgesehen von Gold und so weiter, andere Dinge. Wir könnten hier auch noch eine Bierproduktion starten und euch glücklich machen, aber dann bräuchtet ihr auch wieder Tafeln. Dass man immer so viele von den eigenen Arbeitskräften braucht, um die eigenen Leute fertig zu machen. Denn überall werden Karrenschieber benötigt, die sind ja auch aus der unteren Stufe. Ich meine, allen geht's gut, wir sind im Plus, was das Geld angeht. So haben wir gar keine Probleme, alles ist ja okay. Ja, hier ist jetzt die Kriminalität relativ hoch. Ist okay, habe ich mitgeschnitten, danke. Dann setzen wir hier jetzt eine Stadtwache mit ein. Ach Gott, die kommen jetzt auch von oben. Die kommen von überall. Ganz ruhig, Leute. Das Gebiet gehört euch nicht mehr, das haben jetzt andere unter Kontrolle. So, genügend Brot ist da, dann los. Passt. Wir haben wieder ein paar Arbeitskräfte, das ist gut. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder weitermachen. Denn wir haben jetzt insgesamt 27 mal Fleisch. Ich brauche aber mehr. Heißt, der Metzger muss noch einmal weitermachen. Jetzt haben wir 36. Reicht für 12 Residenzen. Werde ich das bloß einmal erweitern, das reicht. Und jetzt müssen wir die Residenzen bauen. Erstmal ein Lagerhaus natürlich, um das ganze Fleisch dann auch einzulagern. Nichts annehmen außer Fleisch. Okay, dann kommt als nächstes der luxuriöse Marktplatz. Und hier ist jetzt das Wohnviertel für die Residenzen. Die wollen Fleisch und Möbel. Das heißt, Holz muss ich hier noch her importieren und dann umcraften. Wo crafte ich das denn um? Müsste ich ja im Prinzip dann hier unten machen. Oh, der Platz ist wirklich immer enger. Gut. Egal. Auf geht's. Okay, das sind genau 12 Residenzen, das müsste reichen. Dann werden wir jetzt dafür sorgen, dass die schön umrandet sind.
und auch schön bestückt werden mit ganz viel Deko. Ich hoffe, dass sie überhaupt so weit läuft. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Deko. Ja, wir machen es hier ganz wohnlich. Es wird ganz, ganz toll. Kriegt auch grünen Teppich mit dazu. Können den ganzen Tag drüber latschen. Und wenn das nicht hübsch ist, dann weiß ich auch nicht. Dann kann ich euch nicht mehr helfen. So, große Parks gibt es auch noch zwischen die Häuser. Der eine wurde jetzt versetzt, aber ganz ehrlich, das ist mir sowas von egal. Dann machen wir noch die Teile hier mit zwischen. Da habe ich was vergessen. So. Ja, ihr habt definitiv genug mit 77 Attraktivität. Selbst 15,3 ist fast okay. Allerdings solltet ihr trotzdem noch ein bisschen was so an eure andere Seite bekommen, damit das auch passt. 22,5, 28,5, alles gut. Also die werden definitiv bis zur nächsten Stufe gehen können, wenn sie denn ihre Waren bekommen haben. Hier stellen wir jetzt jemanden ein, der Fleisch vertickt. Und du bringst das Fleisch bitte so an die jeweiligen Leute mit ran. Okay. Ach, dann ist das schon mal geregelt. Neues Fest kann stattfinden, das ist gut. Ich habe aber nichts, was ich mit beisteuern kann. Inanna, sei mal so zufrieden, das wäre schön, danke. Die laufen jetzt hier quer durch die ganze Stadt. Hier oben brauchen wir natürlich auch noch weitere Leute. Das Schöne ist, dass die jetzt gerade größer geworden sind. Da können wir später auch nochmal dafür sorgen, dass die hier Töpferwaren erhalten. Die können wir dann im Prinzip mit hochhandeln. Müssen wir bloß nochmal die Produktion erweitern. Und dann können wir uns hier jetzt um eine Feuerwache bemühen. Sowie erstmal einem normalen Heiler. Damit hier nichts abfackelt. So, die haben alle Fleisch bekommen. Jetzt fehlt es an Möbeln. Also, Lagerhaus. Dort bitte Holz einlagern. Und dann holt ihr das Holz hier raus. Aber wo bringen wir es hin? Ich könnte die Möbel hier produzieren. Dann sind die nicht weit weg von allem. Und dann machen wir lieber hier noch ein bisschen Umweltschutz. Die sind dann eh zufrieden. Gut, und jetzt die Tischler. Einer macht 9 Möbel, mal 4 sind 36, sind wir immer noch nicht am Ende. Jetzt sind wir bei über 40. Wobei 36 hätte eigentlich genauestens gereicht, das heißt einen können wir rausnehmen. Und dann müssen wir die Hölzer importieren. Das hat mir Ninive gegeben, genau. Für Ninive brauchen wir allerdings Papier.
Papier kommt aus Heliopolis. Gut, dann kann ich Papier hier auch gleich einkaufen. Und das bringen wir bitte hoch. Sehr schön. In ein Lager, das wir hier mit hinstellen, weil wir die Bibliothek... Doch, ihr seid noch zufrieden und die Umweltschäden sind nicht so doll. Gut, die Bibliothek oder Bücherei dann hier mit hinstellen. So. Papier importieren bis zu 100. Nee. Also wir haben im Prinzip 40 Leute oben. Es reicht, wenn wir 50 Papier im Jahr kaufen. Dann kriegen wir Papier und Holz. Wobei ich das Papier erstmal kaufen muss, um die andere Handelsroute fertig zu machen. Aber du kannst ja trotzdem schon mal das Papier mit rüberbringen. Von hier nach da. Nichts annehmen außer Papier, bitte. Ein Brand ist ausgebrochen, auch da hinten. Schon wieder gelöscht, alles gut. Okay. Holz muss damit hin. Das heißt, du hast es da geholt und bringst es dann da rein. Auch wenn du es noch nicht wirklich bringst, aber das ist okay. Wir haben jetzt sehr viel Papier gekauft. Papier ist sehr teuer. Muss ich ja mal so sagen. Oder es ist einfach bloß, weil wir so viel gekauft haben, so schlimm. Magan-Kift da. Heliopolis. Babylon. Babylon habe ich auch noch nicht fertig gemacht, aber wir haben ja auch noch kein Gold, das wir verkaufen können. Ninive. Her damit. Babylon, Gold. Wir kaufen es für 42 ein und würden es für 94 wieder verkaufen. Schlecht ist es nicht. Aber dann müssten wir irgendwo nochmal einen weiteren Hafen fertig machen dafür. Später vielleicht, wenn wir denn irgendwann mal Leute haben, die für uns arbeiten können. Das wäre ganz, ganz vorsintflutlich. So. Handel mit Holz hoch. Auch bitte auf 50 im Jahr. Okay. Dann lassen wir jetzt den Bibliothekaren hier gleich durchlaufen. Habt ihr sonst alles? Nee, uns fehlt auch noch Elfenbein. Also was das Handelsvolumen angeht, bin ich absolut nicht zufrieden. Wir stehen nicht gut da. Ihr nehmt nur Holz an. Jetzt brauche ich aber noch was, wo ich die Möbel einlagern kann. Und dann stellen wir auch gleich den luxuriösen Markt hier vorne mit hin. Ich hoffe, sie kann soweit laufen mit den Möbeln. Ja, kann sie. Nee, da brauchst du gar nicht lang. Ach, was weiß ich denn? So. Hier ist ein Streik ausgebrochen, ja, passiert.
Ist nicht so wild. Wichtig ist bloß, dass wir jetzt diese luxuriösen Residenzen haben. Einerseits gibt uns das sehr viel Ansehen dazu. Andererseits haben wir auch nochmal einen ordentlichen Schwung an Leuten, die wir dann natürlich brauchen können. Das Krankheitsrisiko ist hier sehr hoch, hier unten. Das ist nicht schlimm. Ich kann jetzt ein Krankenhaus bauen, denn wir haben jetzt ein paar Mitarbeiter. Und das Schöne ist, dass wir dadurch wieder einfache Bauern sparen. Jetzt geht es endlich los, dass wir gewisse Arbeiten einfach einsparen können von kleineren Leuten, weil die größeren sonst für nichts zu gebrauchen sind. Und da brauchen wir auch nur jeweils 10 Stück, das ist sehr gut. Okay, die werden jetzt einigermaßen wieder geheilt. Leute verlassen uns unsere Stadt hier oben. Warum? Weil die keine Möbel haben. Ja gut, Möbel müssen erst produziert werden. Wir haben noch nicht viel Holz. Ich habe jetzt auch nicht so viel Holz eingekauft. Aber sie kommen, sie kommen. Ich muss jetzt bloß einmal überlegen. Eigentlich brauchen wir doch, warte mal. 3 Stück mal 12 sind wir bei 36 und ich bin noch beim Einkauf bei 40 oder 50 gewesen, ne? 50. 50 Holz. Das müsste eigentlich reichen. Viele sind ja auch gut versorgt. Ist ja nicht überall der Fall. Wir reißen jetzt erstmal noch weiter ab, weil... Ein Teil braucht 35 Leute, das heißt, ich spare mir jedes Mal 70 Leute und gebe bloß 20 von den anderen dazu. Das ist unglaublich. Vor allem sorgen wir dafür, dass wir auch weniger von dem anderen Zeug verbrauchen. So, die Heiler hier noch auswechseln und dann haben wir's. Hoffe ich. Ne, hier sind auch noch 2. Guck mal, schon sind wir wieder bei 1290. Wir waren schon bei unter 1000. Das sieht doch gut aus. Okay, die könnten wir im Prinzip nutzen, um hier jetzt wieder weitere Leute mit Keramiken zu versorgen. Erstmal werden wir jetzt den Tempel noch weiter ausbauen. Der braucht immer noch seine Zeit. Das ist okay. Und euch müssen wir noch weiter aufstufen. Wir brauchen jetzt Goldschmuck und die Siegel, die wir ebenfalls einkaufen müssen. Aber wir verkaufen ja nicht so viel. Das ist mein Problem. Das heißt, wir beginnen jetzt... mit dem Handel Dinge zu importieren, um sie dann umzucraften und wieder zu exportieren. Ja. Und dabei werden wir euch noch vergrößern, noch ein bisschen mehr Ansehen bekommen. Puh. Euch kriege ich nicht größer. Dafür müsste ich hier die Kupfermine noch immer weiter ausbauen. Aber dann brauche ich wieder mehr Bauern und mehr... Stadtbewohner und. Also das ist ein Riesenkreislauf, der mich killt. Wir haben ja so schon kaum noch Platz, ne? Also hier ist jetzt noch ein bisschen mehr Platz. Ja, könnte ich noch irgendwas hinbauen. Und da haben wir auch noch einen größeren Platz. Aber ansonsten ist die Stadt doch schon ziemlich groß. Ja, es ist alles so verteilt. Aber ja, auch nicht ohne Grund. Die sollen sie ja gar nicht in die Quere kommen. Das liegt ja auch immer an den Häfen, die wir irgendwo gebaut haben.
Aber mit dem Holz habt ihr es nicht, ne? Bin jetzt echt am Überlegen. Ihr habt... Ich rechne das mal durch. Ich bin gleich wieder da. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause, denn wir haben ja hier 4x9 und einmal 4,5. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Bis gleich. Ich bete für 1 Million Abonnenten und ebenso vielen Likes. Hoffentlich werden meine Gebete erhört.